ihr Lieben, hier ist Renate mit einem neuen Brand neues Paket. Ja, das müsste dann Juli sein. Machen wir es mal auf. Brandlos schickt einem, wenn man ein Abo hat, jeden Monat ein Paket. Lauter Sachen zum Essen und zu trinken. Meistens ganz neue Sachen. Neu im Handel. Was steht denn hier? Oh, wie süß. Liebes Geburtstagskind. Happy Birthday. Brandlos, das ganze Brandlos-Team wünscht dir alles Gute zum Geburtstag und viel Spaß. Eine Geburtstagsbox ist das. Oh, das ist eine Geburtstagsbox. Das ist ja mal toll. Ist gar keine normale Box, es ist eine Geburtstagsbox. Die schenken mir eine Geburtstagsbox. Ich hatte am 11. Juli schon Geburtstag, aber natürlich freue ich mich auch jetzt noch. Ne? Und da ist auch unser Sammy, natürlich. Ja, schauen wir mal, was Brandlos mir zum Geburtstag schickt. Ne? Aber das stimmt, ich glaube, ich musste 10 oder 11 Euro zahlen, ist ja schon eine ganze Weile her. Und dafür konnte ich dann das Paket im Wert von weitaus mehr, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, so war es. Ich schreibe es aber unten rein noch. So, was haben wir hier? Pringles, Mini, Sour Cream and Onion. Wolltest du das gucken? Nix für dich, mein Junge. Ja, da ist natürlich dann auch kein Heft dabei, wie sonst üblich. Ich bin ganz überrascht. Dann von Freche Freunde, Dattelriegel, Apfel, ohne Zucker. Ist genehmigt, Sammy? Ja, ist genehmigt. Ja, die Freche Freunde Sachen, die sind eigentlich immer ganz gut. Dann zum Saufen, Rotkäppchen, Rubin halb trocken, ein Piccolo Sekt. 11,5 Volumenprozent. Naja, vielleicht machen wir uns irgendwann mal beide darüber her. Hm? Ja, wir so selten Alkohol trinken. Ne? Aber vielleicht Silvester. Hm? Ich glaube, wir haben schon für Silvester ein Piccolo da. Hm? Egal. Einmal von Milford rote Grütze, Früchte-Tee. Ja, fein. Mit rote Grütze-Aroma. Rote Grütze? Ja, nur rote Grütze. 28 Beute. Fein, wir mögen sehr gerne Tee, ne, Jenny? Also ich. Möchtest du ein bisschen Holzwolle haben, Jenny? Ja. Dann haben wir hier Bio-Schafgarbentee mit Aronia-Saft. Divine-Tee, frisch aufgebrüht, mit Direktsaft. Das hatten wir schon mal, das war super lecker. Sehr fein, schön kalt. Dann kommt hier eine Dose Action. Na, das ist doch Red Bull, ne? Meine ich, oder? Bist du Red Bull? Nein, es ist von Action. Es ist von Action, es heißt Action. Aber nicht der Action, wo wir das schon mal vor Corona einkaufen gingen. Energy. Ein Energy Drink. Ich weiß nicht. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal. Ne? Hatten wir den getrunken? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. So, erste Lage. Fort. Nichts für dich, Sammy. Guck mal, Sammy. Guck mal, hier sind Tomatenstücke. Er ist jetzt furchtbar interessiert an dem, was nicht mehr da ist, ne? Von Mutti. Passierte Tomaten, Frucht, feinstes Fruchtfleisch. So, kann man für alles Mögliche brauchen, ne? Dann einmal Mikado, Chocolat au lait. Das mag der Herr des Hauses. Dann haben wir hier Sprizzero Secco Bianco, 5,5 Volumenprozent. Den hatten wir auch, ich glaube, den haben wir sogar noch, ne? Egal. Dann kommt hier Salz- und Pfeffermühle. Sehr gut, ohne Zusatzstoffe. Immer gut. Natürlich brauchen wir sowas immer. Ne? Dann einmal Baileys, Laktose-Free Almond Drink, ein Mandeldrink von Baileys. Und einmal Nesquik Banana Crush mit leckerem Bananengeschmack. So kleine Knusperdinger, wie die Katzen auch kriegen, aber die haben was anderes drin, die Katzen, denke ich. Kein Bananen. Aber die sehen echt genauso aus wie die Katzen. Leckerli. Naja, gut, werden wir mal sehen. Ne? Das war die Geburtstagsbox. Ja, das ging ja flott. Ne? Aber nett, schön, freut mich. Doch, sind alles brauchbare Dinge, ne? Wenn wir alles unterbringen. Okay, ihr Lieben, das war's schon. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.